Die Winterpause ist vorbei, CESA 2023 startet. Heute zuerst mit dem Training, dann mit dem Knockout und dann mit dem Rennen. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht mehr lang, sondern startet direkt ins freie Training. Silverstone and a fantastic, iconic circuit around the world, not only just for the Formula One, but for other motor racing series across the globe. And we're here today as well. Kevin Abey in Zurich. And it is green and go here then for the start of qualifying. The knockout session now underway. Das Knockout-Rennen ist vorbei. Ich bin auf Platz 7 bis 10 gekommen. Einer vor mir hat nur eine Strafe bekommen, darum schlussendlich dann Platz 6. Ja, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, ich würde sagen, starten wir das Rennen. Ich starte in der Top 10. Ich finde das super. Das Rennen ist sehr tricky gelaufen, also der Start, ich bin sehr gut weggekommen von der Linie, vor mir hat es direkt einen gedrillt, direkt einen Platz können gut machen. Dann habe ich allerdings einen Kontakt gehabt, wodurch meine zwei Vorderreifen im Himmel sind und so habe ich dann leider meine Top 10 Platzierung verloren. Nachher habe ich im Rennen sehr spannende Fights gehabt, gut im konstante Pace gefahren. Ich habe eigentlich recht wenig Fehler gemacht, also abgesehen vom Start bin ich recht zufrieden mit dem Rennen.